Oh nein, ich werde jetzt nicht die ganze Schuss hier alle machen. Die sich ja hier verstecken. Oha! Jo Leute, was geht? Ich bin's, der Darkroy. Ich nehme dieses Video hier alleine auf. Falls ihr wollt, dass ich mit diesem Spiel hier mit Halid aufnehme, dann lasst einen Daumen nach oben und schreibt in den Kommentaren Hashtag Halid, wo bist du? So, da dieses Spiel ist, heißt Frontnight. Das ist ein neues Spiel in diesem Kanal. Das ist ein Open-World-Spiel. Da sind 100 Leute, die versuchen zu überleben. Und ich bin einer von denen. Und wir landen alle irgendwo und suchen Waffen und müssen uns verteidigen. Ja. Es gibt viele verschiedene, also es gibt ein paar verschiedene Waffenarten, sagen wir mal Farben. Es gibt mal blaue Waffen, also als erstes die gewöhnlichen, diese grünen, nicht grün, die grauen. Das sind solche Stinknormalwaffen. Dann kommen grüne, die sind etwas besser. Und dann blaue, die sind noch besser. Da kommt epische. Die epischen sind sehr gut. Und dann kommt die beste Waffenreihe, legendär. Das sind die gelben Waffen. Und ja, hier kann man auch... Entschuldige. Hier kann man auch Sachen abbauen, wie hier diesen Baum hier jetzt gerade. Das ist so ein bisschen Minecraft-artig. Kannst du solche Wände bauen, Treppen, kannst hier deine eigene Base erstellen. Ja. Ich warte gerade. Oh gut, ich bin in den Kreis. Da ist hier auch ein Kreis und alles außen noch auf den Kreis zerstört sozusagen der Sturm. Es gibt einen Sturm in diesem Spiel, das ist so ein lila Balken, so eine Art Sperrgebiet. Wenn du da drin bist, verlierst du Leben. Aber egal. Okay, gut, dass wir eine Pistole haben. Jetzt haben wir eine Fernkampfwaffe. Ich finde gerade nur grüne Waffen. Also, das ist schon gut. Für den Anfang. Eine Kiste, ich höre eine Kiste. Alles klar. Boah, Mann, jetzt habe ich so viel Leben verloren. Manchmal kann man die Treppen auch so richtig komisch bauen. Boah, mir fehlen die Materialien. Nein, du Auto, was machst du im Weg? Nicht sofort sterben. Ey, die ganzen Sachen gegen Nerven nerven mich. Geh mal weg. Ich muss hier durch. Warum? Wieso? Nein, die Kiste. Jetzt ist die Kiste im Weg oder was? Ach Mann. Ja, ich komme noch an. Oh Junge. Wenn mich jetzt hier keiner sieht, ne, dann muss einer richtig blind sein. So. Okay, das sind solche Kisten, die kann man auch finden. Und dass dort drin eine epische ist, ist auch etwas höher als sie normal zu finden. Die legendären Waffen kriegt man unter einer Bedingung. Du musst... Es werden hier solche... Wie heißen diese Kisten? Es werden solche Kisten hier von der Luft gefallen lassen. Geiles Deutsch auf jeden Fall. Man sieht hier solche Kisten, die hier runterfallen. Ich komme hier nicht mehr raus. Es sind solche Lootkisten. Und dort drin ist meistens eine legendäre Waffe.
Ich hoffe, ich finde seine. Falls ihr wollt, dass wir mehr Videos mit Frontnight machen, dann gibt einen Daumen nach oben. So. Ah, ich habe ja wenig Leben verloren, ne? Kann ich ja mich verarzten. Selber, wer sich dort hochgebracht hat, wie ich das war. Egal. Ich gehe mal hier runter. Ich sehe auch gerade keine Spieler, ne? So 40 Leute, 39 Leute am Leben. Es kann sein, dass ich in manchen Stellen leise bin, damit ich die Fußschritte von anderen Spielern hören kann. Das kann manchmal echt wichtig werden. Ich nehme mir noch ein bisschen Holz, damit ich mir noch ein paar Treppen und so bauen kann. Wo soll ich denn hingehen? Ich glaube, ich gehe in Richtung Mitte. Ja, genau, da möchte ich auch hoch. Ah, der Baum steht im Weg. Dann nehmen wir hier. Ich höre auch mittlerweile keine Spieler. Oh, eine Kiste. Ja, okay, die kommen jetzt unerwartet. Oh. Ey, das ist eine sehr gute Sturmgewehr. Ein Sturmgewehr mit einem Zielfernrohr. Das ist doch nice. Oh. Okay, das ist keiner. Das könnte auch. Es gibt ein Item, das heißt Busch. Oh Mann. Oh nein, ich werde jetzt nicht die ganze Schüsse hier alle machen. Die sich ja hier verstecken. Alter! Platz 28. Ah. Okay. Okay. Ich mach mal Schluss für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ein kurzes, kleines Video. Falls ihr wollt, dass ich ein paar mehr Runden spiele in einem Video, dann gebt einen Daumen nach oben da. Oder ein Like. Und ja. Ciao.